Nach der Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage zeigt sich der DAX heute doch ja relativ freundlich, muss man sagen. Er ist wieder über der Marke von 11.000 Zählern. Ein leichtes Plus von 0,3% ist aktuell zu beobachten. Man sieht allerdings auch, dass der Markt so ein bisschen nervös ist, denn wir pendeln um diese Marke. Mal sind wir drüber, dann wieder mit einem Rutsch ganz schnell darunter. Also man kann sagen, der DAX um die Marke von 11.000 Zählern. Die große Frage, wird diese Marke halten? Ansonsten muss man sagen, ist es relativ ruhig am Markt. Auf den DAX blicken natürlich alle, aber die Agenda ansonsten relativ leer. Die Belastungsfaktoren, was den DAX betrifft, ja, nach wie vor natürlich Griechenland. Heute gibt es ein Spitzentreffen der Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Griechenland. Man hofft mal wieder auf den Durchbruch, dass man doch irgendwie mal in Richtung einer Einigung unterwegs ist. Mal schauen, ob die Hoffnungen dieses Mal erfüllt werden. Auf jeden Fall blickt man auf dieses Treffen und hat durchaus Hoffnungen am gesamten Markt. Was die Einzelwerte betrifft, die Aktie der Deutschen Bank heute definitiv einen Blick wert und die Aktie der Commerzbank. Also die Banken bleiben weiterhin im Fokus und es gibt mal wieder schlechte Nachrichten. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte die Konsequenzen aus den neuen Vorschriften zur Abwicklung europäischer Banken gezogen und den Daumen gesenkt. Für die Commerzbank, für die Deutsche Bank und für andere europäische Kreditinstitute hat also ihre Beurteilung, das sogenannte Rating, nach unten gesenkt und damit quasi eigentlich nur das gemacht, was die Ratingagentur Fitch vor einigen Wochen schon gemacht hat, mit der gleichen Begründung, also mit den geänderten Vorschriften. Ja, also die Banken heute leicht im Minus. Der Blick in die zweite Reihe, der lohnt sich auch noch. Schlechte Nachrichten für Gary Weber, eine Gewinnwarnung und die Aktie aktuell rund 20% im Minus. Der Euro kann heute weiter zulegen, 1,1354, der Stand nach gut 2 Stunden Handel. Und im Zuge des Euro-Anstiegs, also der Dollar-Schwäche, können sich der Gold- und Silberpreis in US-Dollar dementsprechend leicht erholen. Nach oben geht es auch mit den Ölpreisen, WTI und Brent Crude Oil heute, ja, knapp 1% im Plus. Heute Nachmittag werden Öllagerbestände veröffentlicht. Man erwartet, dass die Bestände die 6. Woche in Folge zurückgegangen sind und die Sommerferien stehen in den USA ja vor der Tür. Da wird die Nachfrage auch noch steigen. Insofern geht es heute nach oben. Was den Eurex-Sentiment-Index betraf, die Anleger sind optimistisch in den Tag gestartet. Wir waren deutlich im Plus in der ersten Handelsstunde. Man hatte also nach dem Kursrutsch auf der Erholung spekuliert. Aktuell sind aber schon einige Anleger wieder ausgestiegen. Das Stimmungsbarometer, ja, so nahe der Nulllinie aktuell.